Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 1. Mai. Ich war mit meinem Bruder auf dem Flohmarkt und das, was ihr jetzt seht, haben wir gefunden. Den Anfang machen Bücher, ganz einfach lustige Taschenbücher. Mein Bruder hat einige gefunden. Das sind insgesamt 8 Stück. Die gab es für 24 Euro. Das sind, ist ein ganz guter Schnitt, so fast 3 Euro das Stück. Die Hälfte sind die neueren Ausgaben auch. Ich zeige es euch einmal ganz schnell. 551 Gefahr für Migi. Ein gefährlicher Gegner 525. Jagd durch Berlin 526. Alles auf Anfang, die Legende des ersten Phantomias 533. Ja, Phantomias, muss ich sagen, ist auch schon was Besonderes. Wenn man es bedenkt, ich und mein Bruder, wir haben seit den frühen 80ern angefangen zu sammeln. Das heißt, wir haben die ersten Nummern mitbekommen. Diese, wenn ihr sie selbst auf Flohmärkten gesehen habt, wo nicht vollfarbig ist, sondern nur die Hälfte, eine Seite, eine Doppelseite farbig, eine Doppelseite schwarz-weiß, das waren noch die allerersten Ausgaben. Das war von Standard, da haben wir uns nie drüber Gedanken gemacht, da haben wir gesammelt. Und irgendwo in den ersten, ich sag mal 40 Bänden, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf oder so, gab es ja die erste Phantomias-Folge, wie Donald die, ja, die Gruft des ersten Phantomias im, ja, in der Villa Rosa findet und ja, auf so Phantomias wird. Legendär. Und mittlerweile hat man ja auch Geschichten um den ersten Phantomias gemacht. Finde ich immer wieder interessant. Phantomias ist so eine europäische Kultfigur geworden. In Amerika kennt sie eigentlich kaum einer, weil viele Figuren sind hier in Europa, gerade durch Italien entstanden. Italien ist auch ein Mekka für Disney. Kaum zu glauben, unsere europäischen Disney-Geschichten sind teilweise so genial und haben so viele Figuren eingeführt. Ich glaube, wie Dusselduck, Klaas Clever, all das. Ich könnte sogar Gustav Ganz sogar gewesen sein, dass der auch noch dazu kam. Auf jeden Fall Phantomias auch eine der größten Schöpfungen überhaupt. Wahnsinn. So, weiteres geht. Der Fluch der Hexe 538 ist gefunden worden. Ich weiß nicht, liest ihr auch noch lustige Taschenbücher? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Reise zur Erdmitte 550. Also wieder mal auf Jules Vernes Spuren. Dann haben wir hier Spaß im Looping 557. Und im Endeffekt fehlen uns, also ich lese die auch immer noch, fehlen mir und meinem Bruder nur noch die neuesten. Also dass ihr seht, das sind die 500er Nummern, davor hat man fast alles. Also in dem Sinne, hier haben wir das Zeitportal 558. Hinten mit so einem kleinen Würfelspiel, auch recht cool. Ja, das waren die lustigen Taschenbücher. Ein Buch haben wir noch gefunden. Wir waren auf einem größeren Flohmarkt. Ich wohne hier in Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Und da waren wir auf einem größeren Flohmarkt in Hamburg und haben ja so ein bisschen geguckt. Es waren sehr, sehr viele Händler da, muss ich sagen. Ich habe jetzt mache keine Aufnahmen direkt vom Flohmarkt. Das ist jetzt spontan, dass ich sage, ich habe so schöne Sachen gefunden. Ich zeige euch einfach mal. Deswegen das nur so am Rande. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist auch jetzt mal immer so spontan, je nachdem wie viel ich finde, sonst wird das in die Pickups, in die regulären Pickup-Videos gezeigt. Ich verlinke euch ein Beispiel mal vom letzten Pickup-Video, also schaut gerne da mal rein, da kommen auch allerhand Stuff zusammen, was man so regulär sich gekauft hat. Wie dem auch sei, ein Buch gab es noch und zwar von Tokyo Pop, dem Verlag, ein Warcraft The Sunwell Trilogy, Eisige Schatten. Hat 3 Euro gekostet. Ist auch schon eine Serie, die mittlerweile recht teuer gehandelt wird. So, Games haben wir auch gefunden, aber dazu komme ich später. Kommen wir zu Filmen. Filme gab es auch so ein bisschen. Fangen wir an mit 2 Filmen. Einmal ein Blu-ray-Film, den ich noch nicht hatte. Ich habe ihn auf DVD in einer Special Edition, hier jetzt auf Blu-ray, damit man perfekt gucken kann. Hellboy, der allererste mit Ron Perlman. Auch wahnsinnig klasse. Fällt gerade meine Uhr ab. Muss ich kurz mal abnehmen. So, spontan, wie die Videos so sind, Dinge passieren. Also, wie gesagt, Hellboy. Ein sehr schöner Film.
schöner Fantasy-Film nach dem Comic von Dark Horse. Ja, und so musste sein, jetzt auch in dieser abgegradeten Version sozusagen von der Qualität. Dadurch, dass es wieder eine Special Edition haben, werde ich die nicht austauschen. Ich habe eine schöne so ein Schuber-Edition mit Comic und so weiter, die möchte ich behalten, das sage ich ganz ehrlich. Aber ein ja, recht schöner Film. Dann gab es noch also etwa 2 Euro bezahlt dafür. 2 Euro auch für diese DVD. Jackie Chan, das Meisterpack. Alle 3 Filme, Meister aller Klassen. Also Teil 1, 2, 3. Das ist so eine Compilation. Ist so klassische Jackie Chan Filme. Ich weiß gar nicht, von wann sie genau sind. Aber sind schon aus den Anfang der 80er, glaube ich. Jackie Chan geht immer, tolle Action. Das sind, glaube ich, ganz normale Kung-Fu-Filme. Und für 2 Euro, ja, haben wir gesagt, habe ich noch nicht, brauche ich. So, es geht weiter noch mit 3 Filme habe ich noch. Naja, was Filme? Serien sind das ja eigentlich so. Ich habe gefunden, für 1 Euro, Volume 10, Saber Rider auf DVD. Auf DVD habe ich eigentlich alle, aber für 1 Euro, sage ich, konnte ich nicht mitnehmen und bestimmt braucht den jemand, deswegen der wird dann sozusagen in meiner Verkaufstauschkiste landen. Aber ich wollte ihn retten aus dem ganzen Konvolut. Ja, da hat man das. Wie baue ich das jetzt um? Es kommt ja noch viel mehr. Machen wir den Hellboy mal hinlegen. Meister aller Klassen dahinter. Den legen wir dahin. Dark Four kommt auch was, obwohl das wird voller. Ich habe gefunden noch eine DVD-Box. Und zwar eine Anime-Box, Sailor Moon R, Box 4 von Kase. Und ich bin jetzt nicht so der große Sailor Moon-Fan, meine Schwester aber. Und ich habe einfach so gefragt, 2 Euro. Für 2 Euro eine ganze DVD-Box, nehme ich gerne mit. Disc, alles in Ordnung. Booklet dabei, es ist auch sehr, sehr schön. Kann ich euch mal vorsichtig zeigen. Also, ich will ja so, dass die Discs nie rausfallen. Vorne ein schönes Artwork und auch drinnen schön die Sailors und dann könnt ihr sehen hier schön mit Motive drauf und auch hier schön mit Motiven. Es ist das Booklet dabei, das ist Charakterinformation und Episodenguide, also das hat sich wirklich gelohnt, sage ich mal. Und oder, diese lohnt sich sowieso für Fans und für 2 Euro. Das kriegt entweder meine Schwester, wenn sie Interesse hat, oder es ist auch zum Abgeben gedacht. So kommen wir hier drauf, weil es kommt ja noch mehr. Einen Film gab es noch, eine Videokassette habe ich gefunden. Eine Serie von 1989. In der Cartoonserie Die Schnorchels. Das Rennen. Hier seht ihr ein Bild aus der Episode. Es war so eine Serie. Ja, von 89, von Hanna-Barbera, also die auch Flintstones und Co. gemacht haben und Scooby-Doo. Und ja, jetzt für 50 Cent habe ich gesagt, nehme ich das Ding mit. Werde ich auch wieder abgeben, aber weil diese Art Videos, Kassetten mit diesen Filmen, die sind teilweise gar nicht auf DVD erschienen. Und viele sammeln ja auch diese Sachen, diese klassischen, habe ich mir gedacht, nehme ich mit. So, baue ich mal hier hin. So. Ja, man hat so viel, man weiß immer gar nicht, wie hin damit. So, jetzt geht's mit Games weiter. Ja, was habe ich? Habe ich die Preise alle gesagt? Ja, habe ich. So, wir haben noch ein paar Computerspiel-Games, das wird euch auch interessieren. Es gab als erstes mal Xbox One Games, 3 Stück bei einem jungen Mann, der seine ganze Sammlung verkauft hat an Spielen. Die 3 haben uns 35 Euro gekostet. Dabei sind alle auch in sehr gutem Zustand vollständig. Handbuch sind ja nicht mehr dabei teilweise, aber eben halt sehr gut. Hier habe ich jetzt Pathfinder, Kingmaker, auch ein RPG, sehr gutes soll es sein. Mal hier hinlegen, kommen noch ein paar Games. Dann, hier ist nichts weiter drin leider, Divinity Original Sin 2, die Definite Edition mit allen Add-ons. Auch ein sehr schönes RPG, hatte ich bisher auch für PC. Und einmal Pillars of Eternity, die Complete Edition, ebenfalls mit allen DLCs.
sehr schön. Alles drei coole Rollenspiele. Ob das jetzt Schnäppchen waren, will ich jetzt mal dahinstellen. Es war jetzt schon einer, der sich auskannte, aber es war noch meiner Meinung nach faire Kurse. So, weiter geht es. Ja, vier Spiele gibt es noch. Einmal für die Wii. Final Fantasy The Crystal Bearers aus der Crystal Chronicles Reihe. Schön mit Booklet, auch super gut, toll im Schuss. Hat 13 Euro gekostet bei einem, der auch seine Sammlung verkauft hat. Somit ist das auch dann fair, wenn man weiß, dass es aus einer Sammlung kommt, ist man so ein bisschen beruhigter. Ich mag lieber bei jemandem kaufen, der seine Sammlung abgibt, als bei einem Händler. Und all das, was wir jetzt finden, sind wirklich von Privatleuten, die teilweise die Preise jetzt kannten, aber auch im Endeffekt recht fair. Und wenn man so sieht, das teuerste, ja, kommt. Also ich habe noch vier PlayStation 4 Spiele. Fangen wir an mit Black Flag für die PlayStation 4. Ist ein Upgrade. PlayStation 3 ist bereits in der Sammlung, aber ja, qualitativ muss das sein. Digital, glaube ich, ist es schon bereits im Besitz bei uns. Aber ja, warum nicht? Hier auch wunderbar mit Booklet und einer Karte. Das haben sie jetzt noch von der anderen Edition übernommen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Oftmals wird das ja weggelassen. Auch ja, ein Titel. Wir haben jetzt 8 Euro ist dafür bezahlt worden. Kann man auch sagen, ist recht gut. So, für auch 8 Euro, weil das kam zusammen mit Hellboy, zusammen für 10. Ich würde sagen, das sind so 8 Euro gewesen. A Plague Tale. Innocence. Der erste Teil, ich glaube, der zweite Teil kommt bald. Auch ein, ja, so ein Schleichrollenspiel mit einer ganz tollen Geschichte. Sehr dramatisch. Ja, war noch nicht in der Sammlung physisch. Jetzt ist sie drin. Und ja, das freut mich. So, weiter habe ich noch einen tollen Titel. Und zwar Mass Effect Legendary Collection. Legendary Edition. Ich muss es auch richtig aussprechen. Ganz einfach. Ja, Mass Effect, brauche ich auch nicht viel zu erzählen, ist eine Kultserie, die war auf PlayStation 3 erschienen und ja, abgegradet bzw. eben halt ein bisschen überarbeitet und zusammengefasst, alle drei Teile, die es gibt in dieser Edition. Das hat 15 Euro gekostet, ja, und ist so auch physisch in der Sammlung. Ja, das war der Flohmarkt heute am 1. Mai. All die Funde, die ich gemacht habe, das Wetter war schön, obwohl alle Funde nicht. Ich habe mir noch einen Crepe gekauft, der ist aber gegessen worden. Ich wollte jetzt kein Foto machen, ich möchte euch nicht da keinen, ja, süße Sachen zeige ich nicht so gerne. Obwohl, man kann es immer zeigen, das ist auch recht süß. So, schreibt mir, was euer Highlight hier ist, was hat euch gefallen. Ansonsten möchte ich nur so anmerken, Flohmarkt-Videos kommen spontan, das ist wirklich nicht geplant. Bisher auch. Ja, das zweite Flohmarkt-Video so. Normalerweise, wenn ich nur wenig finde, kommt der Inhalt in die Pickups mit rein. Wie gesagt, sind verlinkt. Und ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten freue ich mich über ein Like, einen Kommentar, besonders, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, über ein Abo. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.